So, da sind wir wieder bei Vol'jin. Und jetzt haben wir auch die Ogre als Unterstützung angeworben. Ihr seid zäher, als ich dachte, Rexa. Ja, das sowieso. Die Ogre werden eine große Hilfe sein, wenn die Schlacht beginnt. Siehst Wir haben du? Eben erfahren, dass der Kriegshäuptling und seine Streitmacht den Generalstab im zentralen Becken positioniert haben. Die Tauren und Ogre, die ihr gesammelt habt, werden bald zu ihm stoßen. Hört sich doch gut an. Meldet euch bei Sral in seinem Stützpunkt. Die Schlacht gegen Admiral Proudmoors Streitmacht könnte jeden Moment beginnen. Oh, okay. Bei Sral melden zur Gezeiten Wutbucht reißen. Gut, dann wollen wir das auch tun. Naja, so lang ist der Weg ja nicht. Ich habe Witterung aufgenommen. Mit Fangzähnen und Klauen. Aber bitte jetzt nicht mit so vielen Hindernissen. Auf der Pirsch. Bitte. Ich handle instinktiv. Naja, da ist ja schon Sral. Auf der Pirsch. Hallo. Ich habe Witterung aufgenommen. Abermals habt ihr der Horde einen großen Dienst erwiesen, Rexar. Ich stehe in eurer Schuld. Ich bräuchte noch eines, ehe das Schicksal seinen Lauf nimmt, wenn ihr so gut wäret. Wir haben eine neue Standarte für Durotar anfertigen lassen. Ein mächtiges Banner mit dem Symbol der Horde. Ich möchte einen schamanischen Segen darüber sprechen, brauche aber noch einige Dinge, um den Zauber zu vollenden. Na toll. Würdet ihr sie für mich holen? Ja, wenn es sein muss. Gewiss, Sral. Es wäre mir eine Ehre. Ja, okay. Ach du Scheiße. Eine wilde King-Klaue besorgen, ein Sturmlord-Auge besorgen, eine Bronze-Drachenschuppe besorgen und zu Sral in der Gezeitenwutbucht zurückkehren. Ach du Scheiße. Oh Gott, und dann noch so viel, ey. Ich handle instinktiv. Okay, erstmal hier. Ja, das könnte sich doch noch ein bisschen hinziehen, mein Leben. Also ich werde jetzt das und das noch machen und dann höre ich erstmal auf mit der Aufnahme wieder. Ich wandere allein. Ja, ich muss das ein bisschen altern noch ein bisschen. Ich habe Witterung aufgenommen. Und jetzt sind wir wo? Ah ja, bei der Gezeitenwutbucht. Was für ein Name. Oh Gott. Oh, das sieht böse aus. Ich aktiviere mal ganz schnell die Sheets. Ja, mal in der Aufnahme. So. Ich wandere allein. Auf der Pier. So, was müssen wir jetzt machen? Eure Anstrengungen könnten sich als unser aller Rettung erweisen, Rexar. Okay. Die Ogre- und Taurensoldaten, die ihr beigebracht habt, könnten das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Proudmoors Truppen haben eine Festung nördlich von unserer Position eingerichtet. Unsere Späher melden, dass er seine gesamte Streitmacht für einen Angriff auf Durotar mobilisiert hat. Kriegshäuptling, Admiral Proudmoors Streitmacht hat ihren Vormarsch begonnen. Sie werden jeden Moment hier sein. Lasst sie kommen. Sie werden die Macht der Horde zu spüren bekommen. Rexar, ihr habt euch die Ehre verdient, das erste Blut zu vergießen. Ich halte hier die Stellung. Ihr aber sollt den Angriff auf Proudmoors Stützpunkt anführen. Mit Vergnügen. Also dann, Krieger, die Stunde des Sieges ist da. Kommt, ihr Tauren, erhebt euch, ihr Ogre. Heute seid ihr vereint mit der Horde. Lok'tar Ogar. Yeah, gemeinsam besiegen wir die Menschen. Ich wandere ein. Proudmoors Schloss zerstören und zur Zahl zurückkehren. Auf der Pirsch. Okay. Hey, cool. Ich kann sogar ein paar Einheiten bauen. Cool, sogar Ogre. Aber ich kann keine Drachen bauen, oder? Ne, nur Einheiten. Drachen sind ja Einheiten, aber nicht das Richtige jetzt. Ein paar Trolle mehr könnte ich schon haben. Rache für Sul'jin. Rache für Sul'jin. Ach so, ich hab nicht so viel. Was Scheiße. Soll ich tun? Ja, okay. Das ist jetzt weniger gut. Ich kann helfen. Ach so, ich habe jetzt auch hier noch ein paar Einheiten. Gut.
Entfesselt meine Kraft. Na gut, dann marschieren wir mal gemeinsam. Unsere Wege kreuzen sich. Wow, der Stufe 15, ey. Leck mich am Arsch. Was liegt vor mir? Aber bitte jetzt in dem Gebiet. Doch. Okay. Ich handle instinktiv. Das ist eine Nebenaufgabe. Ich dachte, das wäre eine Hauptaufgabe. Ich habe Witterung aufgenommen. Okay. Also, was ist das erste da? Eine wilde Kingklaue besorgen. Okay. Steht das da, wo die ist? Nö, ne? Ach, wie geil. Unsere Wege kreuzen sich. Wow. Ich handle instinktiv. Schöne Schildkröten. Ja, doch. Muss ich sagen. Dürrer Klepper. Das ist garantiert nur ein Vorposten. Entfesselt die Bestie. Dürrer Klepper. Der Hauptschützpunkt, der ist ja hier oben. Ja, voll übertrieben. Bewacht mit dem Wachturm. Voll übertrieben. Unsere Wege kreuzen sich. Ach, deine Schaut, das war nur ein Vorposten. Auf der Pirsch. Entfesselt die Bestie. Ja, toll, dass du uns verlangsamt hast. Dürrer Klepper. Keine Arschgeige. Unsere Wege kreuzen sich. Mit Fangzähnen und Klauen. Okay, dann wird wohl hier auch wieder ein Stützpunkt von denen sein. Ich handle instinktiv. Ajo. Dürrer Klepper. Kleiner. Stützpunkt. Ja, ja. Schlachtet sie ruhig aus. Entfesselt die Bestie. Dürrer Klepper. Unsere Wege gut kreuzen sich. Nur das Stückchen hier noch auf der. Ich habe Witterung aufgenommen. Hier auch noch gleich. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Ich handle instinktiv. Ja, ich komme ja schon. Auf den jetzt könnte er mich auch noch von hinten an, ey. Ich habe wieder. Nein, 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 aber nicht mit mir. Mit Fangzähnen und Klauen. Entfesselt die Bestie. Ja, klar. Zum Schauen. Mit Fangzähnen und Klauen. Entfesselt die Bestie. Nee, ey, nicht Wiederbelebung. Ich handle instinktiv. Nix da. Ich habe Witterung aufgenommen. Na, das sind wir ja schon verdammt nah am Stützpunkt. Unsere Wege kreuzen sich. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich wandere allein. Ah, das sind noch ein paar. Mit Fangzähnen und Klauen. Mensch, hier. Und der Fanat Level Up. Sehr gut. Oh, mit Vergnügen. So. Bisschen aufräumen. Jetzt seid ihr vom Aussterben bedroht. Ich bringe Pandemonium. Und da geht's hier oben erstmal weiter. Macht euch auf Prügel gefasst. Wow, der hat hier viele Vorposten, ey. Ich bringe Pandemonium. Gut, dass ich einen Katapult mit dabei habe. Ach, wie toll. Ja, noch mehr bitte. Jetzt seid ihr vom Aussterben bedroht. Ah, die Zauberer, die gehen mir auf den Sack, ey. Macht euch auf Prügel gefasst. So. Ich kann jetzt mal so schnell keine Zauber verbauen. Jetzt seid ihr vom Aussterben bedroht. Macht euch auf Prügel gefasst. Aber das. Doch. Er kann weiterhin Zauberer bauen. Toll. Alter Schwede. Okay, und bin jetzt in seinem Hauptschritt drin. Ja, dann räumt's mal hier mal ein bisschen auf. Mit Fangzähnen und Klauen.
Dürrerklepper. So. Boah, kommt der jetzt mit Zauberer. Mit Fangzähnen und Klauen. Man kann aber übertreiben. Dürrerklepper. Mit Fangzähnen und Klauen. Dürrerklepper. Ah, da ist Admiral Proudmoor. Entfesselt die Bestie. Auch gut. Dürrerklepper. Mit Fangzähnen und Klauen. Ich handle instinktiv. Irgendwo muss er hier noch. Ja. Ich wandere. Jawohl. Somit haben wir den Hauptstützpunkt eigentlich schon geknackt. Dürrerklepper. Entfesselt die Bestie. Boah, die Zauberer nervt. Dürrerklepper. Mit Fangzähnen und so, Klauen. Ich hoffe, er kommt jetzt ist keine Einheit mehr. Auf der Pirsch. Ja, das sind ja jetzt nur noch Türme. Dürrerklepper. Die ich jetzt aber auch noch liebend gerne noch mache. Auf der Pirsch. Noch auf mein Katapult das Schaf? Entfesselt die Bestie. Nee, ich glaube nicht. Ist egal. Aber den Turm will ich noch zerstören. Vielleicht sind das hier noch mehrere Türme. Mit Fangzähnen und Klauen. Schauen wir mal. Ja, doch, es sind mehrere Türme. Dürrerklepper. Entfesselt die Bestie. Gut. Unsere Wege kreuzen sich. Und das werden wohl auch nur noch Türme sein. Dürrerklepper. Die ich jetzt aber auch noch ganz schnell zerstören möchte. Und dann kehre ich offscreen wieder zum Stützpunkt von Zeit zurück. Mit Fangzähnen und Klauen. Ah ja, hier ist auch noch ein Hafen. Dürrerklepper. Entfesselt die Bestie. Ja, ein paar Schiffe noch zerstören, tut auch gut. So, und dann melden wir uns gleich beim Stützpunkt von Zahl wieder. Bis gleich. Und bin wieder im Stützpunkt drin. Also, ich habe mir jetzt gerade auch überlegt, sollte das jetzt eventuell jetzt die letzte Hauptaufgabe gewesen sein, dann scheiße ich jetzt aber auf die Nebenaufgabe, ganz ehrlich. Ihr seid ein Trickser. Ja. Das Dingo. Weil das Spiel, das geht schon lang genug, finde ich. Bin mal gespannt, ob da jetzt noch was kommt oder ob das jetzt wirklich die letzte Aufgabe gewesen ist. Ha, die hauen ab, die Menschen. Feiglinge. Ha, die Katapulte haben die Donner getroffen. Swamka, Kriegshäuptling. Wir haben die Streitmacht der Menschen vom Festland vertrieben. Aber offenbar haben sich Admiral Proudmoor und seine Matrosen auf die Insel Terramoor in Sicherheit gebracht. Ich wünschte, es wäre vorbei, Rexar. Aber solange Admiral Proudmoor lebt, wird er uns immer zu jagen. Wir müssen den Angriff fortsetzen und Terramoor belagern. Okay. Ich bete nur, dass Jaina in Sicherheit ist. Sie hatte nichts mit dem finsteren Plan ihres Vaters zu tun. Doch leider haben wir keine andere Wahl, als ihre Zitadelle zu erobern. Das hört sich nach einem Finale an. Okay. Okay, komm. Dann mache ich das auch noch. Nun gut, dann wollen wir mal die Zitadelle jetzt mal angreifen. Akt 3. Glanz und Glorie. Wow! Ja, eine schöne Streitmacht. Oh ja, und wie, ey. Kriegshäuptling, unsere Truppen sind bereit, aber der Admiral hat eine Blockadering von Kriegsschiffen um Terramoor zusammengezogen. Ihrer Feuerkraft sind wir nicht gewachsen. Verdammt, ich hätte früher daran denken sollen. Wir müssen einen Weg finden, um... Thrall, Rexar, ich komme in Frieden. Ihr müsst mir glauben, ich hatte nichts mit meines Vaters Plänen zu tun.
Ich wünschte, das alles wäre nicht passiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir haben gemeinsam auf vielen Schlachtfeldern Blut gelassen, Jaina. Als Verbündete trotzten wir unzähligen Gefahren. Das stimmt. Aber euer Vater bedroht die Sicherheit unserer Nation und die Zukunft meines Volkes. Ihr wisst, dass dies ein Ende haben muss. Ich weiß, Ral. Tut, was ihr tun müsst. Auf einer Insel in der Nähe gibt es einen Hafen der Goblins, wo ihr Kriegsschiffe für euch finden könnt. Damit könntet ihr den Blockadering um Terramor aufbrechen. Doch verschont bitte meine Männer, wenn ihr könnt. Mein Vater wird versuchen, sie gegen euch zu benutzen. Aber wenn dies vorbei ist, werden sie meine einzigen Angehörigen sein. Okay. Bitte tut es. Für mich. Das werden wir berücksichtigen. Wir können, Jaina. Ihr habt mein Wort. Und nun zieht ihr euch besser zurück. Die Schlacht beginnt in Kürze. Ja, das könnte etwas hässlich für dich werden, Jaina. Unsere Streitkräfte sind bereit, Ral. Jetzt oder nie. Ja. Erledigt ihr das, Rexar. Terramor ist unser Treffpunkt. Das hört sich wirklich nach dem Finale an. Endlich, yay. Die Goblin-Hafen sichern, die Schlachtschiffe zerstören. 6, ne, das geht eigentlich. Okay, dann melde ich mich gleich zurück.